Achtung! Die folgenden Spielinhalte sind erst ab 18 Jahren freigegeben worden. Solltest du das Alter noch nicht erreicht haben, musst du dieses Video sofort abbrechen. Previously on Dead Space Extraction. Detective Nathan McNeil. Was denn? Ist nicht erlaubt, auf Monitore zu schießen? Baines, Hutchins, go prep the shuttle and wait for us. Genau, Rookie, yes, sir. Du massierst mich. Nein, du holst mir was zu essen. Right. Und zu trinken. Me. I'm McNeil. Die kenn ich doch. What's your name? Lex. Das müsste Lex sein. Ja, Lexine, genau. Ja, sie ist in meiner Zuständigkeit. Let's go. Bin ich einverstanden. Definitiv. Ich heiße Detlef. Warren. Warren Eckert. Nein, du heißt nicht Eckert, du heißt Detlef. Los, komm, Rookie. Dreh die Tür auf. Ich bin hinter dir. Wenn wer stirbt, dann tut wenigstens wer es. Lass das. Moment, woher kam der denn jetzt geflogen? Kommt noch einer geflogen. Es regnet Menschen. Nein, die Welt geht unter. Na, die haben auch mal eine dicke Party gefeiert. Bukake-Party oder was? Ja, Lexi, krabbel vor. Ich möchte auf den Arsch gucken. Oh, schön. Mann, ich sehe doch gar nichts. Ach, scheiße. Hey, cool. Ein Telespiel. Ach, das ist ein Audiolog. Das ist eine gute Idee. Wir sollten uns lieber auf das Shuttle konzentrieren, Detlef rausschmeißen, zusehen, dass wir Hutchins und Bank noch finden. Naja, nein, Hutchins reicht eigentlich. Ich habe Munition gefunden, die ich nicht mitgenommen habe. Bin ich nicht schlau? Ich hau dir deinen eigenen Kotzbrocken an den Schädel. Haha, Kotztennis! Oh, ihr alten Pfisser, jetzt hau ich euch mal ordentlich einen an den Hals. Komm mal her. So, zack. Und nun, die Fortsetzung. Heimlich wünschte sich Vampyrius, dass der Neuzugang Detlef so schnell wie möglich verrecken wird. Da der glatzköpfige Strollerkopf sich anscheinend an Lexines Arsch ranmacht. Und der kann nur einem gehören. Oh! Keep moving. If we stop, we're dead. Ja, das sehe ich genauso. Plasma Cutter Upgrade. Schön. Oh, Muni! 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 Gott, nicht mal alles mitnehmen. Dreh dich wieder um. Da hinten vielleicht noch irgendwas, das leuchtet zu komisch. Oh, 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 oh. Lauf! Lauf! Vergesst Detlef! Nein! Lass ihn laufen! Hin! Oh, 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 oh. Scheiße, das war knapp! Zieht mich hoch! Zieht mich hoch! Zieh mich! Jetzt zieh mich hoch! Gah. Oh! Scheiße! Jesus, I'm too old for this. Ja. You're doing fine, Soldier. Danke dir. Mit meinen 33 Lenzen komme ich da auch nicht mehr so klar mit. Scheiße, wo ist Detlef? Oh, fuck. This place is a wreck. So ein Mist. Und Detlef hat überlebt. What about the air vents? They go all over the colony. Are you mad? The aliens would be in the vents too. Sarge, this is Benz. Huh? What's your 20? Pretty close to the maintenance bay, but things are getting serious. There's a gang of hostiles up ahead and no alternate route. We'll have to go through them. Ach du Scheiße. I want to see you both alive when we get there. No worries, Sarge. Ben's out. Naja, solange Hutchins überlebt, ist alles okay. How do we get into the air vents? There's an access panel over there, but I don't know if I have enough clearance to unlock it. The hell with clearance. Naja. I'll get it. Ihr wollt doch nicht tatsächlich wirklich durch die Lüftungskanäle gehen. Habt ihr einen an der Waffe? Das ist die absolut grottendämlichste Idee seit dem Film Alien. Ihr wisst doch ganz genau, was da drin dann ist. Und ihr wisst ganz genau, was passiert. Okay, im schlimmsten Fall würde halt Detlef draufgehen. Okay, gut. Wo sind die Lüftungsschächte? Wo ist der Zugang? Kann mir jemand den Zugang zeigen? Flammenwerfer. Schön. Was schmeißen wir da für den raus? Ich glaube, die Pistole, die geht mir auf den Sack. Weg. Halt. Zurück. Ich will das Ding aufmachen. Oh. Oh. Ja. Verdammt, ich hätte nicht so viel saufen sollen. Ja, jetzt hier, komm, mach. Go, go, get in there. Los, schnell, rein, ich zuerst, ich muss zuerst fliegen. Detlef ganz nach hinten. Der Kerl schickt mir.
Oh, links scheint alles frei zu sein, rechts. Ach, gut. Sehr schön, dann gehen wir links rum. Ah, folgt mir, ich weiß, wo es lang geht. Nicht, aber ist egal. Hauptsache, Detlef bleibt ganz hinten. Der muss die Hinterrückhut übernehmen, genau. So. Oh, jetzt schneiden wir uns mal hier durchs Herz. Oh, einen exakten operationstechnischen Schnitt hier. So, und alles ist gut. Oh, da liegt was. Links rum. Ah. Oh, nee, falsche Taste. Oh, das sieht gut aus. Ja, schön weiterkrabbeln. Ja, alles gut. Detlef, hast du deine Verwandten hier? Ja, sicher sind sie hier drin. Was habt ihr denn erwartet? Pappnasen. Die werden auch gleich kommen. Die haben uns nämlich schon längst gefunden. Detlef, nach vorne, Seitenwechsel. Ah. Ah, das ist nicht sehr gut. Oh, ab nach rechts. Oh, scheiße, die hängen da draußen vor der Tür. Ach, Kappes. Mixer. Kann ja rüberziehen. Ah, ja, hab ich doch schon fertig. Gott. Ich weiß nicht. Ich glaube, rechts wäre besser. Da hätten wir so direkt durchkrabbeln können. Hier müssen wir uns dann erst durchschneiden. Ah, ich habe ein ganz beschissenes Gefühl. Ja. Das dauert hier echt so lange. Ich will doch mal hoffen, dass Hutchins wartet. Baines ist mir scheißegal. Hauptsache Hutchins ist da. Ah, ich kann auch nicht sehen, aber so wie es aussieht, müssen wir hier runter. Gott. Ja, sieht alles gut aus. Ja, auch. Gott. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Glühwürmchen anmachen. Das ist... Oh, fuck. Ich hab doch gesagt, das ist eine Scheißidee, hier runter zu gehen. Vor allen Dingen, ich hab kaum noch Munition. Kann ich den einfrieren? Jo, Tatsache. Kann ich mir jetzt Zeit nehmen zum Zielen? Und bam! Aber trotzdem sollte ich jetzt wieder wechseln. Hier auf dem Flammenwerfer wieder gehen. Ich hoffe, das war nicht Hutchins. Hey, kann man nochmal zurückgehen? Ah, fress meinen Flammenwerfer! Oh fuck, hier ist es wirklich voll. Ach, die sterben. Licht geht aus. Flammenwerfermuni ist gut. Oh, jetzt kommen sie auch noch von oben. Geh sterben. Geh sterben. Aber sowas von. Noch einer? Nein, Gott. Ich glaube, wir haben's. Yeah! Burn in hell! Burn, baby, burn! Burn, motherfucker! Hey, Lexi Maus, schwing deinen Arsch! Warum ist eigentlich dieser dämliche Detlef hinter dir und kann dir auf dem Hintern gucken, aber ich durfte es die ganze Zeit noch nicht? Das ist irgendwie total unfair! Ja, das bist wahrscheinlich du. Detlef, du stinkst. Ach, scheiße, alles kaputt. Ah, fuck. Na gut, dann müssen wir uns da mal wieder durchschneiden. Ach. Nachladen. Das ist gut. Auch voll. Und irgendwie ist es hier wieder scheißen dunkel.
Hey, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe einen Ausgang gefunden. Yes. Schön. This is our maintenance bay. This is it. We made it. Super. Oh, fein. So viele schöne Sachen. Aber ein dämliches Auto. Toll. Lexi Maus, nimm mal deinen dicken Schädel da weg. Oh, fuck. Hat schon gehofft, dass ich den zweiten Flammenwerfer-Munition auch noch mitkriege, aber nö. War dein Kopf im Weg. Oh, das dämliche Audiolog habe ich mitgekriegt. Ganz toll. Hallo. Ich sehe mal zu Hause. Ah! Tatsache! Die Vormieter sind noch hier! Nein! Geh! Sterben! Ach! Scheiß nachgeladen! Och nee! Er hat seine Verwandten auch noch hier gelassen! Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das jetzt hier alles so direkt übernehmen kann, die Wohnung. Thank God. We're safe. Na endlich. Es wurde aber auch Zeit. Warum? Och, so scheiße, da sind hier immer noch welche. Na los, komm. Sind das Bates und Hutchins? Nee, der Shuttle ist dicht. Nee, Detlef hat einen Access Code? Na dann. Aber sowas von hinter mir bleiben. Ausnahmsweise bist du wirklich mal nützlich hier in diesem Scheißspiel. Willkommen! Oh! Nein! Scheiß noch ein! Los, Detlef, lauf! Aber ganz schnell! Mach die Tür auf, wir können rein und dann hauen wir ab. Aber vorher schmeißen wir dich dann wieder raus. Na. Nein, du nicht. Oh, fuck, verfehlt. Jetzt. So. Du nicht. Noch. So, jetzt kannst du erstmal in Ruhe sterben. Munition, Munition. Und jetzt verrecke. Fuck. Jetzt. Na. Geh runter. Stirb. Du. Scheiß Ding. So. Das sieht gut aus. Einer weg. Du läufst auch erstmal nicht mehr weiter. Na super, jetzt. Geh von mir runter. Scheiß Pissding. Oh, ich habe keine Munition mehr. Geh mal weg, weg da, weg da, weg da. Warum funktioniert... Achso, ich muss von unten anfangen. Du nicht. So, und du dahinter. Ist erstmal ruhig. Aber jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir das Ding so schnell wie möglich in irgendeiner Art und Weise. Brenne! Schön. Und nächste Etappe. Au! Munition mitnehmen. Ja. No. So, der ist erstmal beschäftigt. Jetzt kann ich hier. Nein! Nein! Jetzt! Oh, weiter brennen! Nur dahinter! Scheiße, ich hab nichts mehr zum Einfrieren! Verdammt, das... Ich sollte echt mal zusehen, dass ich jetzt hier gleich weitermache.
So, jetzt. So, Tür ist auf. Schnell, rein, 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 rein. Leben. Oh. Noch mehr Munition. Und du solltest jetzt auch sterben. Jungs, Tür ist auf. Rein, sofort. Okay, gut, dann hol Detlef rein. Junge, du willst dich doch nicht mit dem Vieh hier anlegen. Don't just stand there, Sergeant. Come on. Good work, soldier. This is beginning to hurt. Relax. Puh. It's dead. Wie jetzt? Du bist... Get up here and set me. I can fly, but I don't have a survey craft. Thank you, Nate. Without you, we wouldn't have got this far. Von wegen, das Ding ist tot. Das war doch klar, dass du mit der kleinen Trefferspitze das Ding erlegen kannst. Macht doch jemand die Tür zu. Tür zu! Gut. Jetzt, schnell. Bring uns hier raus. Aber sowas von. Ach, fuck, wir haben Detlef doch mitgenommen. Das Ding sieht scheißen ärgerlich aus. Und ziemlich groß. Oh, fuck. Raus hier. Sofort. Aber sowas von. Das Ding hat 5 Augen. Und ein großes Maul. Das ist widerlich. Das ist schlimmer als Eckart. Haben wir es überlebt? Sind wir raus? Endlich. Puh. Überlebt. Fuck. Ich mache eine Flasche Sekt auf. Aber sowas von. Oh, Pause. Ja. Wir sehen uns bald wieder. Fortsetzung folgt.